Hallo, Freunde. Wo hast du deine Schulzeit verbracht? In Berlin? Nee, ich war tatsächlich Bremer. Oder ich bin Bremer. Junge, ich zeige euch mal meine Grundschule. Genau, hier bin ich immer seitlich rein. Das war mein Gebäude. Das war mein Gebäude. Das war mein Schulgebäude. Und es wurde damals, als ich zu dieser Schule gegangen bin, frisch gebaut. Ich bin in der ersten Klasse hier reingekommen und da war das gerade gebaut. Und hier oben, also auf der anderen Seite, da komme ich jetzt natürlich nicht hin, da war tatsächlich mein Klassenzimmer. Und hier bin ich, weil hier vorne war die Bushaltestelle und das war immer dann so mein Weg. Und dann bin ich hier mal rein. Und hier war natürlich immer Hotspot, Digga, da waren die coolen. Hier hinten war ein Fußballfeld, das hier war die Aula, irgendwie so. Und in die, also es kam mir auch damals so viel größer vor. Ihr kennt das sicher auch, wenn man klein war und dann noch mit drin steckte, dann war das alles voll riesig und so wie Hogwarts so ein bisschen. Und wenn ich das jetzt sehe, ist ja voll die kleine Pissschule. Ich bin hier immer ausgestiegen morgens mit dem Bus. Ich zeige euch gleich gerne mal, oh, was ist hier passiert? Ich kann euch gleich mal zeigen, wo ich gewohnt habe. Das war die Sporthalle. Und ich schwöre euch, ich bin vor 3 oder 4 Jahren, kurz vor Corona, bin ich da gewesen und es ist einfach Tschernobyl. Es sieht 1:1 alles genau so aus wie vor mittlerweile über 20 Jahren, als ich da zur Schule gegangen bin. Ja, vor 25 Jahren bin ich da eingeschult worden. Ich habe kurz Midlife Crisis. Bin vor 25 Jahren eingeschult worden. Das ist eine Schule, die hat sogar einen Shop. Die hatte einen Merchandising-Shop. Du kannst dir Hammersbecker Straße Kaffeetassen und T-Shirts kaufen. Die haben Merchandise schon gemacht. Einfach mega geil. Alter, dieser Euro-Bazar, ne? Junge, den kannte ich sogar noch. Da war erst früher so ein Penny drin oder so und dann ist da der türkische Euro-Bazar draus geworden. Und hier haben mal die Container gebrannt. Ich weiß nicht, wer das war, aber die haben mal gebrannt. Nach der Schule gab es die Kinder, die nach Hause gegangen sind, weil sie liebende Eltern hatten. Oder es gab die Kinder, die in den Hort gegangen sind. Ich bin in den Hort gegangen. So, und hier ist halt die Schule, ne? Und das war immer der Hortweg. Es gab die Möglichkeit, da lang zu gehen. Und es gab die Möglichkeit, hier lang zu gehen. Junge, hier kommen hier gerade Erinnerungen hoch in meinem Kopf. Es sieht auch einfach noch genauso scheiße aus wie damals. Diesen Laden hier, den gibt es schon seit 1845. Und Fleischerei Rudolf war auch schon immer da. Das ist ja mega krass. Das war schon immer da. Da hat meine Mutter mich als Kind immer mit einem Zettelchen hingeschickt, mit so einer Vollmacht. Ja, mein Kind, darf für mich Zigaretten kaufen. Dann bin ich immer von zu Hause zu diesem Laden gerannt, mit meinem Zettelchen und hab Kippen für meine Eltern gekauft. Das war noch D-Mark-Zeit. Hier ging's dann rein zum Hort. Hier, in dieser Fläche, genau da, stand früher eine Telefonzelle. Und da habe ich mal, ich schwöre bei Gott, einen 1000-Mark-Schein drinne gefunden, der voll mit weißem Pulver war. Ja. Die Polizei kam dann aber auch, also sie kam hier dann so angefahren und hat sich gewundert, warum hier Kinder in dieser Telefonzelle waren und haben uns diesen 1000-Mark-Schein, der offensichtlich mit Kokain oder ähnlichem voll war, weggenommen. 1000 Mark! Ja, hier, das ist so Kindergarten aka Hort. Ich weiß nicht, wie man das heute nennt. Gibt es diesen Begriff Hort noch? Oh! Ui, Alter, yo, diese kleinen Kackhäuser, die kenne ich auch noch. Und hier oben an der Ecke sind wir immer in den Bäumen gesessen. Wir haben ganz oft die anderen Kinder geärgert. Und dann sind wir rausgerannt und sind auf die Bäume geklettert, damit die Erzieher uns nicht finden. Das war eine geile Zeit. Da, dieser Hügel, ne, ich schwöre euch, das macht mich gerade komplett fertig. Dieser Hügel, das war für mich ein Berg. Das war original ein Berg für mich. Das ist einfach... Dieses Ding ist 2 Meter hoch. Das flasht mich gerade extrem. Und dann, ich hatte meinen Freund Colin. Wir waren zusammen im Hort und wir waren auch so immer ganz gute Kumpels. Und dann sind wir immer hier lang. Colin hatte irgendwie 3 Brüder. War früher bei den Zeugen Jehovas, Junge. Aber ich glaube, da ist er nicht mehr. Hier hat auch noch jemand gewohnt, den ich kannte. Der hat immer seinen Penis gezeigt. Naja, Grüße gehen raus. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und Colin hat mit seiner Fam, hier hat er gewohnt. Da war ich ganz oft zu Gast. Die hatten halt immer so Karnickel im Hintergarten, so Gehege. Die hatten auch alle Namen und so. Und dann auf einmal hat eins gefehlt. Und dann gab es ein Festessen. Und dann war das Karnickel auf einmal auf dem Teller. So, in der Heinrich-Meyer-Straße habe ich nämlich gewohnt. Hier ist ein heftiger Spielplatz, wo ich immer alleine gespielt habe, by the way. Und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, als Einzelkind alleine auf dem Spielplatz zu sein. Und ich habe es gehasst, wenn andere Kinder dazugekommen sind. Ich habe mir da alles Mögliche im Kopf ausgemalt. Und das wurde sofort zerstört, wenn irgendwelche scheiß Kackeltern mit ihren Kackkindern auf meinen Spielplatz gekommen sind. Das war mein Zimmer. Das hier war mein Zimmer. Das ist jetzt nicht mein Zimmer, so wie ich da drin gewohnt habe. Kennt ihr diese Dinger, die man früher auf diese Folien gemalt hat? Diese Bilder mit dieser Farbe? Window Color! Window Color, Digga! Das war geil. Ich hatte Pokémon. Ich hatte Dragon Ball. Ich hatte Wrestling irgendwas. Das war geil. Alter, diese Häuser gab es auch früher einfach gar nicht so heftig. Da war das Schlafzimmer von meinen Eltern. Und ich glaube, das war die Küche.
Nee, das war das Bad, ne? Und die Küche war nach hinten, genau. Hier habe ich auch ganz oft gespielt, das ist ja eine kleine Grünfläche und immer wenn dann irgendwie die Stadtwerke hier Rasenmäher gemacht, heißt das Stadtwerke? Wenn die kamen, dann haben die immer schön glatt rasiert. Und dann konnte ich immer richtig geil Fußball kicken. Das war halt geil, weil es direkt unten war. Hab meine Actionfiguren genommen, einen Schuhkarton, daneben meinen Kassettenrekorder. Hab einfach auf Play gedrückt. Die geilsten Songs, die damals im Radio, habe ich mir übelst raubkopiert. Ich habe meine ganzen alten Benjamin Blümchen-Kassetten zerstört, weil ich heftigst raubkopiert habe. Schön aus dem Radio auf Bremen 4, Junge. Hab einen Schuhkarton hingestellt und hab die Songs abgespielt. Und dann sind meine Actionfiguren als Wrestler schön da reingekommen und haben sich dann geprügelt, Junge. Und das war so geil. Und ich habe auch so diese Mikrofon-Action gemacht. Warte. Ja! Oh mein Gott, ja! Der Typ, Junge. Alter. Das war so geil. Und ich hatte so ein Stofftier, das so ähnlich aussah. Ja, auf jeden Fall hatte ich dieses Stofftier. Das habe ich verprügelt. Ich habe das so verprügelt. Ich habe gegen dieses Stofftier täglich gekämpft. Ich bin etwas zu jung für das aktuelle Thema. Ja, macht ja nichts. Hier hat mein Patenonkel gewohnt. Und das war eine richtige Kifferbande, ne? Die sind wohl mal mit einer Kippe oder so eingepennt. Und hat der ganze Dachstuhl gebrannt. Aber in diesem Zimmer haben Kriege stattgefunden, Wrestling-Titel wurden verteidigt. Ich habe da auch das erste Mal mit meinem Kissen knutschen geübt, bin ich auch ehrlich. Ich hatte so mein Lieblingskissen, das wird so einmal im Monat gewaschen und damit habe ich knutschen geübt. Hier in dieser Straße, in diesem weißen Haus war es, glaube ich, eine bis heute, war das das? Ich glaube, die hübschesten Mädchen gewohnt, die ich mein ganzen Leben gesehen habe. Die fand ich super. Und ich bin da hingezogen und die hat hier an der Ecke mit irgendwie Leuten, als wir eingezogen sind, hat die hier gespielt. Ich war 9, sie war auch nicht älter und ich hatte damals, ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte mit 8 Jahren, beziehungsweise mit 9, hatte ich Braids. Früher hat man Rasterzöpfe gesagt. Ich glaube, heute sagt man das nicht mehr. Das kann man sich nicht vorstellen, wie das bei mir aussieht. Aber ich war damit sehr interessant. Ich war damit sehr interessant, auch für die Mädels, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend hat die liebe Dame, ja, Gefallen an mir gefunden. Ich habe die auch geheiratet damals. Ich als 7-Jähriger habe mir erstmal die 9-Jährige Deborah klargemacht. Die hat mich auch komplett verarscht. Weil sie hat gesagt, wir können nur zusammen sein, wenn ich sie heirate. Und dann habe ich gesagt, ja, easy. Hier hinten habe ich gewohnt, hier hat Deborah gewohnt. Der hier. Dieser, also dieses Grundstück. Also da steht einfach so eine alte Wurstbude. Und da hat so ein Typ gewohnt, der hatte so ein Klappfahrrad. Und es ging einfach die Geschichte umher, dass der abends Kinder klaut und die zu Hähnchen verarbeitet und da in seinem Mitternachtsstand verkauft. Wir waren jung, wir waren dumm. Und wir waren jung. Wir haben den immer Gargamel genannt. Wir haben immer versucht, den zu nerven. Wir standen manchmal mit der Zwille auf der Straße und haben dann irgendwie da Steine auf sein Dach gehauen. Irgendwann war der halt dann zu Hause. Und dann kam er raus, hat so sein Klappfahrrad in der Hand, war natürlich mega sauer und fällt erstmal hin. Wir ziehen Lamborghini in diese Richtung. Also wir hauen einfach ab. Und ich hatte so Schiss. Und dann ist er hier hinterhergerannt. Und ich glaube, ich schwöre euch, bis heute bin ich in meinem ganzen Leben nicht so schnell. Ich glaube, ich war in 10 Sekunden zu Hause. Diese Strecke bis hier hingelaufen. Hab dann einfach richtig hastig mit meinem Schlüssel im Schlüsselloch rumgepult. Und früher war hier ein anderes Haus. Und dann war hier ein bisschen offenere Fläche. Und er ist dann hier irgendwie gestolpert sogar. Und hat sich dann hier an die Wand gelehnt. Und meine Mutter war hier oben am Fenster und hat gefragt, was er denn von den Kindern will. Und er so erzählt und ich unten einfach im Eingang gestanden und hab einfach gedacht, oh my Jesus. Ich habe mich nach diesem Tag entweder gar nicht mehr hier vorbeigetraut oder ich bin gesprintet. Hier, Lüsselmer Straße, genau, ging es dann zu meiner alten Heimat. Diese Tankstelle gibt es auch schon ewig. Genau, hier die Straße rechts ging es zum Blumenthaler SV. Da war mein Fußballverein früher, da war ich im Fußballverein. Ah ja, Harship. Let's date happy. Da muss ich auch mal anrufen. Hier war ein Friseur. Der Friseur, der heißt immer noch der Friseur. Der hieß damals schon der Friseur. Meine Oma hat da mal übelst sich da die Haare machen lassen. Diesen Strohwelpeter als Kinderbuch habe ich da immer gelesen. Meine Oma hat einmal sich da schöne Dauerwelle machen lassen auf Ehrenbruderbasis. So, hier müsste jetzt Penny oder sowas kommen. Ich zeige euch auch gleich meine erste große Liebe aus dem Kindergarten, Leute. Also zumindest, wo sie gewohnt hat. Ja, ich glaube, das war der Nahkauf. Ich glaube, früher war das minimal und dann irgendwie Penny oder weiß ich gar nicht. Ist auch scheißegal. Wie war meine Mutter? Ich war 7 Jahre alt. Meine Mutter gibt mir einen Zettel mit einer Einkaufsliste. Bin ich hier im Einkaufen gegangen und ich musste hier diese ganze Straße mal runter. Wie so ein Bastard musste ich hier mal langlaufen. Ja, und da hat meine erste Freundin gewohnt. Die Miriam. Miriam hatte extrem reiche Eltern, das weiß ich noch. Also für meine Verhältnisse damals war es heftig. Und im Kindergarten war ich mit Miriam zusammen. Also ich fand die im Kindergarten, fand ich die super. Und dann habe ich irgendwie zig Jahre später nochmal ein Bild von der gesehen und dachte so, oh weia, was ist hier denn passiert? Hat die sich sehr verändert, sage ich es mal so. Ohne Wertung. Der Pirschweg, Junge,
Hier habe ich meine allerersten Schultage verbracht und hier wurde ich eingeschult mit 7. Und alle, ich schwöre euch, alle Menschen, alle Kinder hatten einen Scout-Rucksack oder einen For You-Rucksack. Ich hatte einen Scout-Rucksack mit Eulen, war okayisch, war nicht so mega geil, aber war okay. Ich wollte eigentlich immer den mit den Formel-1-Flitzern haben. Scout war halt so Peak, dann gab es halt For You und dann gab es diese Hurensöhne, die diesen komischen braunen Lederrucksack hatten, keiner wollte das. Hier ging dann der Hegeweg los und ich muss sagen, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das sehe. Natürlich habe ich auch Spaß gehabt, aber ich habe echt eine schwierige Zeit in dieser Straße verbracht. Hier wohnen nur Leute, und das sage ich jetzt wirklich so, wie ich es meine. Also wirklich, nochmal ganz kurz, Triggerwarnung, hier werden jetzt ein paar harte Themen angesprochen. Hier wohnen nur Leute, die wirklich nicht weit gekommen sind im Leben. So muss man das wirklich einfach mal sagen. In dieser Straße gibt es sehr viel Hass. Hier gab es sehr viel Gewalt auch. Sehr viel Rassismus auch, muss ich sagen. Hier an der Ecke hat in der 25, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Patrick, glaube ich. Der hat hier mit seiner Schwester gewohnt, mit seiner Mutter. Und die waren auch überzeugte so Sozialhilfeempfänger. Damals gab es, glaube ich, noch kein Hartz IV. Und er irgendwie auch nie zur Schule gegangen. Und bei dem bin ich hier auch öfter mal dann nachmittags hingegangen, habe mit dem gezockt, weil der hatte halt immer irgendwie ein Super Nintendo, einen PC oder so. Und haben wir da mal was gedaddelt. Hier oben haben Freunde von mir gewohnt. Hier hat ein Dude gewohnt, der mit meiner Mutter befreundet war. Also nochmal, Triggerwarnung ganz kurz. Ich wurde in dieser Straße mal von einem Mann nach Hause gelockt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der gewohnt hat. Ich glaube, in dieser Häuserreihe. Der hat mich und meine Freundin damals, da sage ich natürlich jetzt die Namen nicht, das war so ein Pedo. Der hat uns nach Hause gelockt und der wollte dann immer, dass wir bei dem Duschen gehen und so. Ich habe das nie gemacht, aber es war sehr, sehr krass. Es war sehr, sehr krass. Ja, meine Freunde waren noch öfter als ich da, weil ich schon gemerkt habe, irgendwas ist da komisch bei dem Dude. Ja, war auf jeden Fall nicht so geil. Und hier in dem Haus auch noch mal einer, der mit meiner Mutter befreundet war. Bei dem habe ich mal übernachtet und da war auch nicht geil. Das wurde auch alles therapiert. Wir waren auch in Gruppentherapie und alles cool. Also man muss da jetzt gar nicht irgendwie drüber reden. Ist aber einfach passiert. Das gehört einfach zu dieser Straße dazu. So, hier war auch ständig, in dieser Straße war ständig Polizei. Ständig haben sich hier Leute irgendwie geprügelt und hast du dich gesehen. Und es ist auch, ich will auch einfach nur sagen, es war nicht alles rosig und so, aber am Ende des Tages, alles cool, mir geht's gut. Das ist halt auch 25, 30 Jahre her, so, weißt du, wie ich meine? Hier haben irgendwie Lisa und ihr Bruder gewohnt mit ihren Eltern. Lisa war mein erster Zungenkuss, danke dafür, mit 14. Nicht mit 7. Weil ich bin dann immer wieder hierher gefahren, weil ich kannte halt in dieser Straße mega viele Leute. Und als wir damals nach Bremen gezogen sind, bin ich hier immer wieder gelandet. Ich bin dann einfach immer am Wochenende bin ich hier hingefahren und habe hier mit meinen Freunden gechillt. Das war unsere Hood. Also so blöd das jetzt irgendwie klingt, das war irgendwie unsere Hood. Hier habe ich gewohnt. Ich habe hier mal gewohnt, in der Nummer 7. Und wir sind gezogen von hier oben, zack, 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 hier in die 7. Wir haben erst in der 5 gewohnt und sind dann in die 7 gezogen. Warum? Kein Plan. Hier ist so quasi der Grundstein für Kalle Kuschinski gelegt worden. In der Straße habe ich Fahrradfahren gelernt. Hier vorne bin ich einmal übelst mit dem Fahrrad umgekippt, habe mir die heftigste Gehirnerschütterung meines Lebens geholt. War 3 Tage im Krankenhaus, bin hier irgendwie auf so eine Steinplatte geknallt. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier war oder ich glaube, es war hier an der Ecke. Ansonsten ist hier aber auch viel Scheiße passiert. Ne? Also hier oben zum Beispiel, wir haben hier oben im Dachstuhl gewohnt, ganz oben. Meine Mutter hat mich halt sehr jung bekommen. Dann manchmal Leute auf mich aufpassen lassen. Und da war halt auch so ein Dude, der hatte auf einmal eine scharfe Waffe dabei und knallt, ich schwöre, ich lüge nicht, der knallt mit seiner scharfen Waffe einfach aus Bock in unsere Wohnzimmerwand. Der war auch maximal Anfang 20 oder so. Hat einfach in die Wand geballert. Und ich sitze da so neben. Ich bin dann einfach in mein Zimmer geflüchtet, weil ich richtig Angst hatte. Und ich habe mich nicht mehr rausgetraut, dass ich dann sogar in mein Zimmer geschissen habe. Hier haben wir bei Nicole, haben wir immer gesoffen, so mit 15, 16 haben wir da immer gesoffen, Digga. Aber ansonsten war ich auch sehr froh, bin ich ehrlich, als wir hier weggezogen sind. Und dann sind wir zu dieser Heinrich-Meyer-Straße gezogen. War einfach hier richtiges Drecksloch. Das war eine Straße, da sind viele bunte Erinnerungen auf jeden Fall und sehr viele gute und auch sehr viele schlechte. Und jetzt kommt die krasseste Casanova-Story meines Lebens, Leute, haltet euch fest. Es ist halt wirklich so, wie es ist. Hier war mein Kindergarten. Das ist mein Kindergarten gewesen. Hier habe ich, als ich 4 Jahre alt war, 7 Freundinnen gleichzeitig gehabt. Aber eigentlich wollte ich nur Miriam. Also das hier ist die Miriam-Story entstanden. Miriam hatte eine Freundin, die hieß Saskia. Saskia und Miriam waren beide Kelly-Family-Friends. Also das waren so Kelly-Family-Fans. War bei uns Jungs natürlich komplett uncool. Und es gab Roller. Und es gab Cat Cars. Jungs, ihr wisst alle, was ich meine, wenn ich sage, Cat Cars waren quasi der BMW des Kindergartens. Ja, also damit konntest du alle abschleppen. Vor allem hatten wir einen Zweisitzer. Ich fahre mit meinem Cat Car bei Miriam an der Schaukel vorbei und sage, Miriam, soll ich dich mitnehmen?
Und dann war die natürlich hin und weg, ist ja völlig klar. Ich habe sie da mit meinem Catcar mitgenommen. So, und wie komme ich jetzt auf 7? Jetzt denkt ihr euch, ja, okay, Miriam, vielleicht noch Saskia. Saskia war mit Patrick. Ich glaube, es war Patrick. Mein bester Freund im Kindergarten war, glaube ich, Patrick. Und Patrick und ich haben uns Miriam und Saskia geklärt. Die Miriam hatte so eine richtige Volksschaft. Und das war so eine richtiger Entenclub. Also alles, was Miriam gemacht hat, ihre Clique dann auch gemacht. Wenn Miriam mich gut fand, fanden mich ihre ganzen Freundinnen automatisch auch gut. Ich habe das genau beobachtet. Unten saß dann dieser eine Typ mit seinem Kumpel auf dem Sofa und hat dann zu den beiden anderen Mädels gesagt, ey, wenn ihr wollt, dürft ihr uns auch küssen. Und ich, das hat sich so mein Hirn gebrannt. Dann sprinten die beiden Mädels auf die Jungs zu und knutschen die ab. Und ich so, Digga, Respekt. Ich dann ein Jahr später, Patrick, pass auf. Ich habe da letztes Jahr was gesehen. Wir machen jetzt... Wir nehmen uns jetzt Miriam und Saskia und machen genau das Gleiche. Ich hab mich mit ihm zurückgezogen in so ein Kämmerchen, hab ihm das so aufgezeichnet. Also wir sitzen dann hier links und die sitzen dann da vorne in der Mitte. Und dann sagen wir, ey, ihr könnt uns auch knutschen. Ich habe das so inszeniert und es hat geklappt. Es hat einfach funktioniert. Ich habe mir das abgeguckt, ein Jahr eingespeichert und dann angewendet. Es war so geil. Es war so genial. Einfach perfekter Plan. Es hat alles, es war genau das Gleiche. So krass. Und dann war es aber auch, es war kritisch. Es war an einem kritischen Punkt. Die Miriam erst so, oh nee, ich weiß nicht, war. Was machen wir jetzt? Guck Patrick an. Patrick guckt mich an. Er weiß sowieso nicht, warum wir das überhaupt machen. Wir haben wirklich nichts dagegen. Und dann kommen die. Und dann ging das los und dann hat's geklappt. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens im Kindergarten. Dann sind wir original aus der Vorstadt sind wir hier hingezogen. In diesem roten Haus habe ich gewohnt. Hier habe ich so meine Jugendzeit verbracht. Ja, hier bin ich auch dann zur Schule gekommen nochmal. Das war meine dritte Grundschule. Also hier war auf jeden Fall mein Klassenzimmer. Eine Sache, die auf diesem Schulhof auch passiert ist. Hier seht ihr noch so ein Geländer, weil da geht so eine Treppe runter zu den Werkräumen, glaube ich. Ja, haben wir immer von diesem Pfahl. Zu diesem Geländer war ein Tor. Und hier auf der anderen Seite ist einfach so eine kleine Überdachung, auch mit so Säulen. Und da haben wir mal übertrieben Fußball gespielt. Wir haben immer Weltmeisterschaft gespielt. Das heißt, einer im Tor, der wurde dann irgendwie ausgewählt, irgendwie per Zufall. Und dann alle anderen, alle gegen alle, Weltmeister. Wer ein Tor macht, ist eine Runde weiter. Dieses Weltmeisterschaft und hier Ding in jeder Pause. Manchmal mussten wir uns so ranhalten, weil dann kam schon der Gong. Und wir waren noch im Halbfinale oder so. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Ohne Witz, das hat so unendlich Bock gemacht. Das war einfach nur geil. Hier vorne hat mein damaliger bester Freund gewohnt, der hat hier oben gewohnt, Martin. Mit dem habe ich jeden Tag gechillt und Zeit verbracht. Dann haben wir uns übelst zerstritten. Mittlerweile ist er irgendwie auch Unternehmer, glaube ich, oder so. Martin, ne? Grüß dich. Anyways, mit Martin habe ich sehr viel gechillt, dann haben wir uns zerstritten und dann, richtiger Plot-Twist, sein Vater und meine Mutter sind zusammengekommen. Cringe. Cringe. So, hier ist quasi dann unser Schulgebäude gewesen. Da habe ich die 7. bis 10. Klasse, zweimal die 7. und dann nochmal bis 10. Klasse. Also ich habe einmal die 7. wiederholt, weil ich dumm bin. Wir hatten den Kevin bei uns in der Klasse. Beim zweiten Durchgang hatte ich dann den Kevin bei uns in der Klasse. Mit dem habe ich mich sehr gut angefreundet. Der ist auch mittlerweile Unternehmer und reich und richtig geil. Der war früher übelst das Opfer. Der hatte irgendwie immer Stress mit seinem Fahrrad. Die Leute haben immer sein Fahrrad geklaut, hier über den Zaun geschmissen oder weißt du nicht, wie auch immer. Da habe ich dann halt meine Schulzeit verbracht. Da war ich von der 5. bis zur 10. Klasse, also sehr, sehr lange. Also den Kevin, mit dem habe ich noch ab und zu Kontakt. Ich glaube, der wohnt sogar mittlerweile hier in Berlin. Also wir haben uns bei Insta. So, er weiß, dass ich so Internetkram mache und ich weiß, dass er so Finanzberaterkram macht. Hier vorne hat die Alina gewohnt, da hinten hat die Minja gewohnt. Wir müssen jetzt nicht darüber reden. Hier vorne hat Jacqueline früher gewohnt. Also Jacqueline war so das Ding. Da habe ich von Jacqueline habe ich alles gehört, was ein verliebter Junge nicht hören will. Oh, du bist wie ein Bruder für mich. Oh, wenn wir zusammen wären, das würde von unsere Freundschaft zerstören. Also alle Jungs fühlen das gerade und nicht immer so, ja, ja, kein Problem. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ich war übelst in der Friendzone. Übelst. Und ich habe ja auch, weißt du, das wird jetzt jeder Junge fühlen. Gibt bestimmt auch Mädels, die das fühlen. Vielleicht ist das gar nicht so ein Jungsding. Du verbringst ultra viel Zeit mit dieser einen Person, die du einfach, also come on, jeder Junge, also da weiß ich auf jeden Fall, jeder Junge hat das Gefühl, es gibt eine Mädel in der Klasse oder in der Parallelklasse, in der Schule, du guckst sie an und denkst dir, Bruder. Und bei mir war es halt Jacqueline. Ich war die ganze Zeit mit Jacqueline zusammen. Also so befreundet. Wir waren gar nicht zusammen. Also mit der habe ich auch noch Kontakt. Die ist mittlerweile verheiratet und Mutter. Grüße gehen raus. Und dann kamen immer irgendwie neue Jungs zu uns in die Klasse, die dann immer meine besten Freunde waren. Und jetzt ratet mal, was Jacqueline mit denen gemacht hat. Die hat sich die immer gekrallt. Die hat sich immer die Jungs, mit denen ich mich verstanden habe, hat die sich gekrallt. Ich habe mich gefragt, was los ist mit dieser Frau. Ich da jahrelang am Ackern. Immer versucht. Nicht mehr rumgekommen. Bis zu unserer Abschlussfahrt. Also ich habe halt immer versucht, bei Jacqueline zu landen. Bis
zur Abschlussfahrt ist auch nichts geglückt. Aber ich habe dann eine neue Taktik angewandt. Dann einfach mal mich mit den anderen Mädels so ein bisschen gut gestellt. Und das fand Jacqueline dann auf einmal doch nicht mehr so lustig. Dann in der letzten Nacht hat Jacqueline bei mir geschlafen. Und mehr sage ich dazu nicht. Ihre Mutter hat mich geliebt. Das war ja auch so ein Ding. Ich war ja öfter bei der zu Hause. Und ihre Mutter hat immer schon versucht, so, hier, Jacqueline, du hast immer so viel Pech mit den Männern. Nimm doch. Und sie so, ja, weiß nicht, Digga. Er ist so voll das Opfer. Ihre Mutter hat richtig für mich die Flinte, oder wie man sagt, Fahne geschwungen, Digga, keine Ahnung.